Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Sendung am Freitag, dem 29. Oktober 2021. Jeden Tag eine andere Sicht, eine andere Aussicht. Jetzt befinden wir uns im Berliner Tiergarten. Das ist eine wunderschöne Gegend. Sie strahlt, sie erstrahlt, sie blüht geradezu im Zauber des Herbst. Warten Sie mal, ich muss Ihnen das hier zeigen. Das ist einfach so wunderschön. Ich hoffe, Sie sehen das. Dieses wunderbare, diese Umgebung hier, die eine ganz spezielle Atmosphäre verbreitet. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Wenn ich die Zeit habe, spaziere ich auch gerne durch den Tiergarten. Eine philosophische Umgebung und die Kraft des deutschen Waldes, die Kraft der Romantik entfaltet hier ihre verführerischste Wirkung. Ich passe aber auf, dass ich darin nicht vollends verloren gehe. Jetzt also zur Prosa der Politik, vor allem in der Schweiz. Was sind die wichtigen Themen? Simonetta Sommaruga, die Verkehrs- und Energieministerin, rechtfertigt die bundesrätliche Energiestrategie. Vor dem Hintergrund natürlich der Warnung durch Kollege Guy Parmelin vor einer Strommangellage. Wir haben darüber berichtet. Parmelin im Tagesanzeiger, dem Leib-, Hof- und Magenorgan von Frau Sommaruga. Parmelin im Tagesanzeiger jetzt schon verspottet als Palarmelin. Laut der Bundesrätin habe man sich in letzter Zeit zu stark auf Auslandimporte verlassen. Was ist Mann? Mann ist der Bundesrat. Der Bundesrat hat seine Energiewendestrategie begründet, unter anderem damit, dass man mehr importieren werde. Damit hat man ja versucht, die Argumente der Skeptiker damals abzuwürgen. Quasi, ja, es stimmt, wenn wir die Atomkraftwerke abstellen in der Schweiz, wird es etwas weniger Strom geben, aber wir werden das Ganze aus dem Ausland importieren können. Das erweist sich nun als Schall und Rauch, weil das Ausland ebenfalls kopflos seine Energieversorgung herunterfährt. Also wenn Frau Sommaruga hier Mann sagt, dann ist da bereits eine subtile, ja nicht so subtile, eine ziemlich Taschenspielertrickmäßige Verdrehung drin. Sie versucht nämlich von der eigentlichen Verantwortung abzulenken und die trifft sie ganz besonders. Auslandimporte, das Thema hier. Die Versorgungssicherheit sei zentral. Und so werde klar, gemäß Frau Sommaruga, die AKWs würden etwas länger laufen, nicht so rasch vom Netz genommen, der Atomausstieg sei aber trotzdem kein Fehler gewesen. Man müsse jetzt auf Erneuerbare im Inland setzen. Da geistern jetzt die gespenstischsten Szenarien herum. Axpo-Chef Christoph Brand hat bereits durchblicken lassen, dass er es eine gute Idee fände, wenn wir unsere wunderschönen Alpen mit Solarzellen voll tapezieren würden. Eine grauenerregende Vorstellung, die alle Touristiker auf die Palme und auf die Barrikaden zu treiben geeignet ist. Gaskraftwerke, ja, das sei eine Option für Frau Sommaruga, allerdings nur mit Kompensationen, dieses Ablassgeschäft, dieses gigantische Klima, dieses Klimabusiness, dieses Milliardenbusiness, die Schweiz da bundesrätlich voll dabei. Wir sollten jetzt über Photovoltaik sprechen. Das ist das große Argument von Simonetta Sommaruga. Solarzellen sollen die Schweiz retten. Solarzellen sollen die Schweiz bepflastern. Solarzellen pflastern ihren Weg. Man könnte auch über etwas anderes sprechen, meine Damen und Herren. Man könnte zum Beispiel darüber sprechen, was uns Politiker außerhalb der SVP in der Vergangenheit über die Energieversorgung alles versprochen haben. Sie haben uns nämlich das Blaue vom Himmel herunter erzählt, vom Himmel herunter gelogen. Man hat uns da ein erneuerbares Energienirvana, ein Energieparadies in Aussicht gestellt, Entschuldigung, das allerdings, ich sehe schon, das sind die Kampfdrohnen,
in Form von Wespen, die vom Bundeshaus in Bern ausgeschickt werden, um die Übertragung dieser Sendung zu stören. Aber wir werden dem heldenhaft trotzen. Nein, die haben uns einfach das Blaue vom Himmel herunter gelogen. Man kann sich da anders sagen. Man hat gesagt, ja, das wird alles wunderbar aufgehen. Diese Cassandras und Miesepeter, die da an der Atomenergie festhalten, die da ein erotisches Verhältnis zur Atomenergie haben, die seien von gestern, und wir verkörpern hier gleichsam die strahlende, die glorreiche, die erneuerbare Zukunft. So einfach ist das nicht. Niemand hat eine erotische Beziehung zu irgendeinem Energieträger. Aber bevor man das Stromnetz abschaltet, bevor man den Energiefluss abstellt, sollte man sich allenfalls doch überlegen, wie man eine arbeitsteilige, hochmoderne Industriegesellschaft ausreichend mit Strom versorgen möchte, vor allem dann, wenn alle auch noch auf Elektroautos umsteigen müssen. Das ist ja der nächste Punkt. Man nötigt ja die Leute dort hinein, auch mit Subventionen. Dieser Elektroverkehr ist massiv quersubventioniert. Hier haben wir gar keine Kostenwirklichkeit mehr, keine Kostenwahrheit mehr. Und das ist die große Problematik. Wir steuern da auf eine, oder wir sind schon in einer Planwirtschaft ohne Plan. Planwirtschaft ohne Plan, das ist hier das Stichwort, sicher das ganz große Thema. Gleichzeitig startet ja diese Klimakonferenz in Glasgow. Und dazu möchte ich nur etwas sagen. Diese Klimapolitik ist die größte, Entschuldigung, ist die größte Plünderung in der Geschichte der Menschheit. Also hier werden die Leute ausgenommen nach Strich und Faden. Das ist gigantischer als der Ablasshandel im späten Mittelalter bzw. in der beginnenden Neuzeit, als der Vatikan versprochen hat, du kannst dir das Seelenheil kaufen. Jetzt stellt man den Leuten in Aussicht, sie könnten das Klimaheil sich käuflich erwerben. Das ist der gigantischste Umverteilungs-, Selbstbedienungs- und Geldbeschaffungsapparat, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Eine Plünderung. Und die Leidtragenden, meine Damen und Herren, sind natürlich die Armen. Das sind die, denen man die Mobilität wegnimmt, denen man das Wohnen verteuert, das Heizen verteuert, das Essen verteuert. Man regiert denen bis in den Speisezettel, in den Kühlschrank hinein, was wir noch tun und lassen dürfen. Die alleinerziehende Mutter soll nicht mehr mit dem Auto in der Innenstadt kaufen gehen, sondern muss dann mit ihren Pampers-Packungen und den zwei Mikrosäcken sich in die überfüllten Trams zwängen. Das ist hier die Zukunft dieser Klimaplanwirtschaft ohne Plan, dieser Klimakolchose, dieser mutwilligen Zersäbelung unseres Wohlstands und unserer Marktwirtschaft. Das ist im vollen Gang, meine Damen und Herren, und der Hohn besteht darin, dass die Grünen und Roten, die da ganz vorne dabei sind und die sich immer einen besonders sozialen Anstrich geben, das sind die größten sozial-antisozial-Menschen, das sind die größten sozialen Spalter, die führen die gigantischste Zerklüftung unserer Gesellschaft herbei zwischen Reich und Arm, die es vermutlich je gegeben hat. Dies alles im Namen einer Klimasonnenreligion, gegen die auch Widerspruch verboten ist. Das ist nämlich noch ein Element, das den ganzen den Boden ausschlägt, dass ja, jeder Opponent, jeder Kritiker da automatisch in eine schiefe Ecke gestellt wird. Also Sie sehen hier, wir sind in ganz ungefährlicher Umgebung. Im Gegenteil, wir sind hier die wahren Grünen. Ich habe eine grüne Jacke, einen grünen Schal. Wunderbar, ich sitze auf einer grünen Parkbank, umgeben von diesen wunderbaren grünen Bäumen. Ich bin auch ein Grüner, aber bei mir können Sie an der Oberfläche kratzen. Da wird es dann nicht rot, da kommt dann nicht rot zum Vorschein. Da bleibt es dann grün oder blau oder was auch immer. Wir sind noch die wahren, die echten Grünen, die nicht unter dieser grünen Tarnfarbe die alten marxistischen Programmleichen der Planwirtschaft dann aus den Arsenalen fahren. In der Schweiz ist dieser Tage ein etwas heiteres Thema zur Abwechslung. In der Schweiz ist dieser Tage ein Kulturkampf um die Trainerhose bzw. um die Jogginghose ausgebrochen. Todeszone Trainerhose. An Schulen zum Teil ist das bereits verboten und man sagt, die Kinder dürfen nicht in Trainerhosen an den Unterricht kommen. Es gibt das berühmte Zitat, Sie kennen das, von Karl Lagerfeld, diesem gelegentlich etwas fülligen, am Schluss dann sehr asketischen Modeschöpfer, dieser Modelegende. Er hat gesagt, wer eine Trainerhose trägt, anzieht oder eine Jogginghose, der habe
sein Leben nicht mehr unter Kontrolle und dem möchte ich hier jetzt in aller Form dagegenhalten. Karl Lagerfeld hatte nicht recht. Die Trainerhose ist die Hose der Freiheit, meine Damen und Herren. Die Jogginghose ist die Hose der Freiheit. Die ist nicht einengend, sie ist befreiend. Und wer es nötig hat, sich in einen Anzug, in einer Ritterrüstung zu zwängen, in eine moderne, in eine maßgeschneiderte, eine enge. Lagerfeld sagte, man müsse immer engere Anzüge tragen, damit man nicht dicker wird. Der unterwirft sich eben der Tyrannei der Kalorien, der Tyrannei der Ritterrüstung, der Tyrannei der Anzüge. Und die Menschen, die ihr Leben wirklich unter Kontrolle haben, die können auch eine Trainerhose tragen. Denn wenn die Trainerhose das Einzige ist, was quasi ihr Leben noch unter, beziehungsweise die Vermeidung der Trainerhose, wenn das Einzige ist, ihr Anzug, der ihr Leben unter Kontrolle hält, dann haben sie ein echtes Problem. Freiheitskämpfer, freiheitsliebende Menschen tragen Trainerhosen, die zwängen sich da nicht in diese modernen, maßgeschneiderten, eisernen Jungfrauen, in diese Prokrustesbetten der Mode, in diese Ritterrüstungen hinein. Und es sagen auch viele Junge, diese Hosen, diese Trainerhosen seien einfach viel bequemer als enge, beißende Jeans, wo man dann zwischen den Beinen schwitzt. Und das ist auch noch ein Punkt, in Trainerhosen lassen sich auch ein paar Pfunde leichter verstecken oder in diesen Pluderkleidern. Man zwingt ja heute auch junge Menschen, die übergewichtig sind, in viel zu enge Kleider hinein. Das ist geradezu ein Bodyshaming in Form des Dresscodes. Man wird zu seinem eigenen Bodyshaming, wenn man in zu engen Kleidern herumlaufen muss. Nein, das ist etwas Befreiendes, so eine fludrige Trainerhose. Interessant, der Trend dieser Jogginggewänder, der wird gesetzt aus dem Balkan. Mode-Trendsetter Balkan, großartig. Also, meine Damen und Herren, wir brauchen keine Polemik gegen die Trainerhose, wir brauchen die Ehrenrettung der Trainerhose und ich habe hier schon mal den Anfang gemacht. Was mich auch noch beschäftigt im Durchsehen der Zeitungen, ist die Rechtfertigung und historische Würdigung linksextremer kommunistischer Schweizer in der Vergangenheit. Da wird also geradezu ein Blumenteppich ausgebreitet vor diesen politischen Extremisten und Kommunisten. Und ich stelle mir dann immer etwas vor, wäre man bereit, auch die Rechtsextremisten der Vergangenheit, die schweizerischen Faschisten, auf diese Art und Weise zu verklären und zu rechtfertigen, wie man das mit den Kommunisten macht? Und die Antwort lautet hier, nein. Verstehen Sie mich richtig, ich bin kein kalter Krieger der Vergangenheit. Ich bin auch nicht ein Moralist, der mit Blick auf frühere Zeiten seine eigene Tugendhaftigkeit inszeniert und auf ein besonders erhöhtes Podest stellen möchte. Ich trete mit Richard Löwenthal, dem berühmten deutschen Politologen, für eine Versöhnung ein. Der Mensch ist nun mal in der Lage, die größten Dummheiten zu begehen. Jeder ist anfällig. Für Hochmut besteht kein Anlass und im Umgang mit verbrecherischen Regimen, von denen wir ja einige gehabt haben und immer noch haben, empfiehlt sich, die Verbrecher obendrin, die musst du hart bestrafen, selbstverständlich, aber die Mitläufer, die kleineren Fische, die musst du, da musst du den Mantel nicht des Vergessens, ja auch des Vergessens, vielleicht auch der Gnade, da musst du Gnade walten lassen, weil sonst fangen sich Gesellschaften an zu zerfleischen. Und ich finde auch diese permanente Bürgerkriegshaltung gegenüber der eigenen Vergangenheit, finde ich falsch. Man muss irgendwo einen versöhnlichen Umgang mit sich selber, mit seiner Geschichte, mit der Vergangenheit des eigenen Landes finden und hoffen, dass man selber nicht die gleichen Fehler macht wie die Vorfahren. Das ist meine etwas hier so improvisierte, aus dem Ärmel geschüttelte Geschichtstheorie, aus dem Geist der Demut. Wir wissen auch nicht, was wir gemacht hätten in diesen fürchterlichen Zeiten mit der Diktaturen, den Extremismen, in denen es nicht so einfach war, seinen Lebensweg zu gehen, denn extremistische, diktatorische Regime haben eben auch die fürchterliche Eigenschaft, dass sie die ganzen Gesellschaften in Geiselhaft nehmen und korrumpieren, verseuchen.
Ich rufe hier also nicht auf zum Dschihad gegen diese Kommunisten, aber ich wundere mich einfach über die einseitige Verklärung dieser Exponenten. Ausstellung an der Uni Zürich und der Uni Basel zum Beispiel haben wir jetzt über Fritz Platten, der als interessante Persönlichkeit gewürdigt wird. Nie allerdings heißt es, es wird nicht einmal erwähnt, dass dieser Fritz Platten ein Anhänger und Einpeitscher einer mörderischen, verbrecherischen Ideologie war, nämlich des Kommunismus, der auch Millionen von Opfern verursacht hat auf der Schlachtbank seiner Weltbeglückungsfantasien. Das ist nämlich das größte Problem, wenn der Mensch eben sich für etwas Besseres hält oder das Gefühl hat, er steht da mit den allerhöchsten Mächten im Bunde, ja, dann glaubt er eben, dort, wo gehobelt wird, da fallen Späne, und die Späne, das sind dann eben die anderen, das sind Menschen, und dann passieren eben fürchterlichste Verbrechen im Namen des angeblich Guten. Das Böse ist ja, wenn wir so definieren, das überschießende Gute. Ich kenne also niemanden, auch keinen Bösen, der sagen würde, ich bin ein Böser. Nobody thinks he's a bad person, schrieb Patricia Highsmith. Da sind übrigens gerade neue Bücher erschienen, glaube ich, mit Briefen. Die Krimischriftstellerin. Niemand denkt, er sei ein schlechter Mensch. Nein, auch die größten Bösewichte nehmen in der Regel für sich die nobelsten und hehrsten Motive in Anspruch. Und das sollte uns zu denken geben, meine Damen und Herren. Gut, es gibt schon Figuren wie diesen Iago bei Shakespeare, das ist das reine, inkarnierte, verkörperte Böse. Das ist einer, der einfach Freude daran hat, das Haus anzuzünden. Das gibt es ja auch, diese Pyromanen der Moral, diese Pyrotechniker, die einfach die Welt in ein brennendes Bordell verwandeln möchten, selbstverständlich. Aber in aller Regel ist es eben so und eben auch viel unheimlicher, dass Menschen die größten Gräueltaten begehen im Namen des angeblich oder vermeintlich Guten. Und dort beginnt eben auch das Verführerische. So kann das Böse auch über ganze Gesellschaften kommen. Diese Diktatoren, die wir heute in der Ahnengalerie der Verbrecher in den Giftschrank stellen, zu Recht von mir aus, die sind ja nicht gekommen und haben ihren Anhänger gesagt, so, ich bin der Teufel, lauft mir nach. Sondern die haben im Grunde mit Engelszungen das Wunderbarste versprochen und haben da den Leuten eben in Aussicht gestellt, was sie alles für Grossartigkeiten leisten werden. Die Ungerechtigkeiten haben sie betont, die richtigen und die angeblichen. Und am Schluss landet man plötzlich in einem riesigen Trümmerhaufen oder in einem Leichenfeld unvorstellbarer Verbrechen. Darum warne ich übrigens auch hier, ohne jetzt Gleichsetzungen machen zu wollen, vor solchen Projekten wie dieser Klimapolitik, die mittlerweile eine fast schon globale Obsessivqualität erreicht hat. Und wenn die Leute einmal derart berauscht sind von ihren Idealen, dann wird es eben gefährlich. Das ist die Lehre der Geschichte. Verstehen Sie mich also richtig? Mir geht es da nicht darum, wenn ich jetzt kritisiere diesen Fritz Platten, dass man den jetzt als singulären Bösewicht an den Pranger stellen möchte. Ich finde aber, was mir hier fehlt, ist ein Bewusstsein, auch für die Verirrungen, denen dieser Herr Platten zum Opfer gefallen ist. Die Einseitigkeit bei den rechten Extremisten oder bei anderen Extremisten, ruft man das ja permanent in Erinnerung, ist auch in Ordnung. Aber nicht um jetzt hier sich selber moralisch zu irgendetwas Höherem zu machen, sondern das ist eine Mahnung für alle Menschen, die da vielleicht selber einmal solchen Irrtümern zum Opfer fallen könnten. Im Tagesanzeiger haben wir jetzt zum Beispiel auch die Rehabilitierung einer angeblich verfemten Heimatdichterin gelesen. Entschuldigung, also nochmal diese Drohne da aus dem Bundeshaus. Einer angeblich verfemten Heimatdichterin namens Helene Bosse, das in Basel-Land gelesen. Sie sei wegen einer Russlandreise von 1953 und wegen Sympathien für die Sowjetunion kaputt gemacht worden. Opfer des Kalten Krieges. Sie müsse jetzt rehabilitiert werden durch kulturschaffende linke Politiker, ihren Sohn und so weiter. Genau wie die Spanienkämpfer, die auf Stalins Seite standen. Wissen Sie, noch einmal, ich bezweifle nicht die hehren Motive subjektiv dieser Spanienkämpfer, die da gegen Franco gekämpft haben. Ich will auch nicht diesen Franco in irgendeiner Weise rechtfertigen oder rehabilitieren oder was auch immer. Um das geht's gar nicht. Wir machen hier nicht Moraltheater. Aber mich stört hier die selektive Ausblendung
von dem, was eben schlimm war an dem. Und Stalin war nun einmal ein wirklich übler Geselle, der allerdings in der kollektiven Erinnerung vieler Russen auch ein Held war, weil er Hitler besiegt hat. Es ist eben nicht schwarz und weiß, es ist grau, aber man muss eben auch die Grautöne zulassen. Und bei diesen Geschichtsverklärungen dieser Linksextremisten, da ist jetzt nur noch strahlendes, blütenreines Weiß zu sehen. Das stimmt eben auch nicht. Dahinter steckt natürlich ein Motiv, und das bringt mich zum Schluss meiner geschichtsphilosophischen Ausführungen. Dahinter steckt natürlich ein Motiv, und das Motiv ist, dass die Linken ganz generell die Moral als Waffe in der Politik einsetzen, und wenn du eben so eine Moralistenpolitik machst, dann darfst du selber überhaupt nichts auf dem Kerbholz haben, da musst du auch die linke Ideologie porentief reinigen und verklären und antipixen, damit da gar nichts draufkommt. Und diese Geschichten sind auch nicht getrieben vom Wunsch, diesen Persönlichkeiten da gerecht zu werden, sondern das ist Tagespolitik. Man macht hier eine Geschichtsreinwaschung, eine Sozialismus-, eine Kommunismusreinwaschung mit dem ganz primitiven Ziel, dass die Linken von heute sich leichter auf diesem moralischen Überlegenheitspodest aufhalten können, dass sie immer wieder penetranterweise einsetzen, um andere schlecht zu machen. Das ist hier der Punkt. Das ist Selbstverklärung. Sie reden über diese angeblichen Helden und sie meinen sich selbst, diese Journalisten und Politiker, die da mitmachen. Und einfach um hier wirklich mich ganz präzis auszudrücken, ich bin kein Linkenfresser. Es gibt absolut historisch legitime Gründe, dass es die Linken gibt. Ich finde, die linke Philosophie ist total falsch. Sie hat das falsche Menschenbild, sie hat das falsche Staatsbild, sie hat das falsche Weltbild. Aber Entschuldigung, ich meine, die Linken würden das vielleicht über mich auch sagen, aber man kann nicht wegleugnen, dass die Linke historisches Recht hat, sonst gäbe sie gar nicht. Also sie hat eine Berechtigung und sie spricht etwas an, in dem sich sehr viele Menschen wiedererkennen, und mit dem muss man sich auseinandersetzen, das muss man widerlegen können. Man darf es nicht verklären und man soll es nicht irgendwo idealisieren. Also ich will hier nicht das Gegenprojekt starten von rechts und jetzt da die Rechten verklären. Nein, mir geht es einfach um ein der Ambivalenz und Irrtumsanfälligkeit der menschlichen Natur gerecht werdendes Geschichtsbild, Vergangenheitsbild. Und das ist hier eben nicht der Fall. Das ist linke Propaganda. So, ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen nachvollziehbar rüberbringen konnte. Giftschrank-Thema Nummer 2. Claudia Schwarz, die NZZ-Journalistin, schreibt über den Fall Reichelt-Bild-Boulevard-Affären am Arbeitsplatz. Das finde ich jetzt noch eine ziemlich gewagte Geschichte hier. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, den Claudia Schwarz, bitte sagen Sie es nicht weiter, das ist allgemein bekannt, ist die Partnerin des Chefredaktors der NZZ. Also finde ich jetzt schon noch bekannt, dass sie sich hier etwas, dass sie hier zur Harfe greift, zum Griffel greift, um sich da über mögliche Fragwürdigkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen am Arbeitsplatz zu äußern, wo sie doch selber also eine intensive, um nicht zu sagen intime Beziehung zu ihrem eigenen Chef pflegt. Hochinteressant. Und wie war das eigentlich schon wieder mit dem Vorgänger? Dem Vorgänger von dem NZZ-Chefredaktor, ich glaube, der hatte eine Affäre mit einer Videojournalistin. Also die größten Kritiker der Elche, meine Damen und Herren, sind am Ende selber welche. Die SVP Aargau, zuletzt in den Schlagzeilen, weil es da etwas gerumpelt und rumort hat, spricht sich hauchdünn für das Covid-Gesetz aus. Das ist interessant, weil das war auch etwas ein innerparteilicher Showdown zwischen Parteipräsident Andreas Glarner und dem Regierungsrat Galatti. Galatti ist für die Corona-Politik, Glarner ist dagegen. Und die Delegierten haben sich jetzt gegen Glarner entschieden. Das ist noch interessant, wie man das interpretieren kann. Ich kenne Andreas Glarner natürlich persönlich, ich schätze ihn auch, ist ein mutiger Politiker, war sehr erfolgreich als Gemeindepräsident, aber manchmal, und ich sage das auch mit Respekt ihm gegenüber, manchmal erliegt er etwas dem Kick
der Aufmerksamkeit. Das ist dann wie ein Drogenkick für ihn, wenn er irgendeine ganz steile These bringen kann, wie ein, das hat dann etwas Diebisches, etwas Spitzbübisches, wie er das dann inszeniert. Ich glaube, er nimmt das auch nicht immer ganz so ernst, aber er nimmt es sehr ernst, dass es eben wichtig ist, auch in einer festgefahrenen Debatte, dass jemand der Böhlimann sein muss, der irgendwo das Unmögliche ausspricht. Das macht er sehr, sehr gut und das ist auch wichtig in dieser Käseglocke der Politik. Allerdings läuft man dann Gefahr, etwas vielleicht in die Effekthascherei zu geraten, was dann für Delegierte, für Wähler, für Schweizer, für solide, seriöse Aargauer dann nicht immer so akzeptabel und so gut ist. Und deshalb interpretiere ich dieses Resultat auch als eine Rückendeckung für den Regierungsrat, für Galatti, den man vielleicht etwas zu Unrecht angegriffen sah durch den Parteipräsidenten. Und möglicherweise hat das eben Andreas Glarner auch ein bisschen zu effekthascherisch gemacht. Ich erinnere auch daran, dass er sich da dann widersprochen hat. Er hat sich ja sehr stark mit dem Impfen auseinandergesetzt. Ja, die Impferei, das ist ein Menschenexperiment und ganz übel und so weiter. Aber auf die Frage, ob er sich dann halt selber impfen lassen, musste er sagen, ja klar, ich habe mich auch impfen lassen. Also wenn Sie schon vom Menschheitsexperiment sprechen, dann wäre es ja eigentlich konsequent, wenn Sie es nicht machen, bei sich selber. Das hat dann etwas gescherbelt, etwas vielleicht nicht ganz so überzeugend gewirkt. Aber unabhängig davon teile ich die Polemik der Medien gegen Andreas Glarner nicht. Ich glaube, er übernimmt eine ganz wichtige Funktion in der schweizerischen Öffentlichkeit, indem er eben prononciert, vielleicht manchmal überprononciert, vielleicht auch manchmal mit etwas effekthascherischem Motiv Dinge ausspricht, die ausgesprochen werden müssen, die sich aber andere auszusprechen nicht trauen. Biden versus Trump ist interessant. Donald Trump, der große Abwesende der amerikanischen Politik, ist mittendrin in diesen Wahlen in Virginia. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung sind die Resultate nicht bekannt. Ein Demokrat ist da hauchdünn, glaube ich, immer noch vorne vor dem Republikaner. Joe Biden, wir haben gestern darüber gesprochen, hat Trump der Hetze bezeichnet. Von diesen Polemiken halte ich gar nichts. Der Hetzer ist immer der andere und niemand ist selber ein Hetzer. Auch die größten Hetzer haben vermutlich das Gefühl, dass sie da ganz cool die reine Vernunft verkörpern, während der andere, der völlig legitim widerspricht, der schreckliche Ketzer ist. Das ist einfach Kindergarten, das ist lächerlich. Polen wird laufend und weiter schikaniert von der Europäischen Union. Jetzt müssen sie 1 Million Franken Buße zahlen, weil sie sich da über irgendein Gerichtsurteil des EuGH hinwegsetzen und weil sie eine Kammer eingerichtet haben, eine Disziplinarkammer, die dem Missstand politisierender Richter entgegenwirken möchte. Das Problem kennen wir auch in der Schweiz. Richter, die nicht das Recht auslegen, sondern das Gefühl haben, sie seien Gesetzgeber. Das ist genau das gleiche Thema in Polen. Das nervt die. Und da sind vermutlich auch noch viele Richter dabei, die auch in der kommunistischen Zeit noch ihr Süppchen gekocht haben. Und dagegen wehrt sich diese sehr demokratisch, einwandfrei demokratisch legitimierte Regierung. Die ist genauso demokratisch wie die deutsche Regierung und sicher viel demokratischer als die EU-Kommission. Die EU-Kommission ist überhaupt nicht in der Position, hier den Polen irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Sie machen es trotzdem. Sie unterdrücken die geradezu. Ich finde das fürchterlich. Meine Sympathien liegen bei den Polen. Denen wurde jetzt also eine 1 Million Franken Buße aufgebrummt im Zeichen dieses EU-Rechts. Und ich sage Ihnen jetzt, wo liegt der Grundwiderspruch? Der Grundwiderspruch ist, es gibt kein internationales Landesrecht. Es gibt internationales Recht und es gibt Landesrecht. Und nach meiner Auffassung ist das Landesrecht immer über dem internationalen Recht, weil was Recht ist, hängt vom Verfahren ab. Recht ist eine Frage des Verfahrens und in der Demokratie muss der Souverän das Recht absegnen, die Gesetze, die Verfassung. Und wenn Sie internationales Recht haben, können Sie das nicht einfach wie göttliches Recht einfliegen über den demokratischen Souverän hinweg. Und deshalb ist das jetzt nicht einfach eine Auseinandersetzung zwischen den antirechtlichen, rechtsstaatfeindlichen Polen und den heiligen Rechtsstaatsvertretern des heiligen Europäischen Reichs. Das ist überhaupt nicht, sondern hier stehen sich zwei fundamental einander widersprechende Philosophien gegenüber. Und für mich haben die Polen den Rechtsstaat auf ihrer Seite, weil sie sagen, Landesrecht ist vor dem internationalen Recht. Die EU möchte aber etwas machen, was ein Unding ist, Ausdruck auch der eigenen institutionellen Widersprüchlichkeit der Europäischen Union. Sie möchte internationales Landesrecht. Also dass das Recht, was in Brüssel ausgeknobelt wird,
automatisch zum Landesrecht wird in den Mitgliedstaaten, auch wenn die Mitgliedstaaten nicht einverstanden sind. Das ist hier der Konflikt. Jetzt möchte ich den Polen natürlich auch gerecht werden und sagen, indem sie der EU beitreten, haben sie diesen schlechten Deal, diesen faulen Deal im Grunde unterzeichnet, und deshalb hat auch die EU ein gewisses Recht, wenn sie sagt, ja, wenn ihr schon dabei seid, dann müsst ihr auch dieses internationale EU-Landesrecht akzeptieren. Selbstverständlich, da scherpelt es auf Seite der Polen. Auf der anderen Seite ist dieses internationale Landesrecht ein Widerspruch in sich selbst, und dieser Konflikt hier illustriert genau den Konstruktionsfehler der EU, die eben ein Mischding ist zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Auf der Gerichtsebene, auf der Justizebene tut die EU so, als sei sie ein Bundesstaat, ganz verbindlich, aber wenn man sie darauf anspricht, streiten die das ab. Also auch die EU, da scherbelt es gewaltig in der eigenen Begründung der rechtsstaatlich-demokratischen Position. Hier prallt also ein national rechtsstaatlicher Standpunkt auf einen international pseudorechtsstaatlichen Standpunkt. Das ist der Konflikt, und Sie haben es herausgespürt. Ich habe da sehr viel Verständnis und auch Sympathie für die Polen. Zum Schluss noch Alain Berset mit einem Wahnsinns-Essay in der NZZ, den hat er nicht selber geschrieben, den hat sein Redenschreiber, nehme ich an, Simon Häusser geschrieben. Simon Häusser, der frühere Auslandschef der Weltwoche, ich habe ihn selber noch angestellt, schätze ihn sehr, ein Kollege und wirklich brillanter Autor. Ich würde ihn so etwas im linksliberalen Spektrum ansiedeln, wirklich ein ganz brillanter Kopf, war dann auch Nachfolger von mir, als ich nach Deutschland ging, bei der Weltwoche, hat dann irgendwann in die Politik gewechselt als Redenschreiber zum Alain Berset. Ich weiß nicht, ob er diesen Text geschrieben hat, heute in der, gestern in der NZZ, aber ich glaube, er hat das gemacht. Ganz brillant. Berset schreibt über die Monstren in der Politik, über die Widersprüche, über die grotesken Aspekte der Politik, der Gegenwart, die Groteske der Gegenwart, eine Pandemie der Fake News, eine Demokratieverdrossenheit, ein Misstrauen in die Politiker und die politische Klasse, die sich da auch in Widersprüche verstrickt, etc., etc. Nur eine Groteske, die hat Herr Berset vergessen, nämlich sich selbst. Er ist ja die größte Groteske, meine Damen und Herren, denn er ist ein vom Glück begnadeter Mensch, intelligent, sportlich erfolgreich, politisch erfolgreich, mit guten Resultaten in eine Landesregierung der Schweiz hineingewählt. Er ist in jungen Jahren Bundesrat geworden, beliebt bei der Linken, am Anfang sogar noch ein Hoffnungsträger der Bürgerlichen, mit einer staatsmännischen Allüre. Wenn man das cool findet, dann findet man das cool. Ich bin da etwas skeptischer, aber egal. Also ein Glückskind unter der Himmelskuppe. Und was macht dieses Glückskind? Eine außereheliche Affäre, die er so blöd managt, dass er noch erpressbar wird und dann seinen eigenen Staatsapparat zur Bereinigung derselben einsetzen muss, unter Unterdrückung, gegen Verstoß aller MeToo-Regeln, unter Unterdrückung dann noch einer alleinerziehenden Frau. Ich meine, was ist grotesker als der Fall Berset? Ich finde das hochinteressant, dieser Essay, der müsste einmal psychologisch genauer untersucht werden, auf die versteckten Botschaften. Vielleicht war das auch eine Beichte von Berset in der NZZ. Vielleicht hat er hier eine Art Offenbarungseid gemacht und an all diesen Beispielen die Groteske der Welt aufgezeichnet, aber es irgendwie nicht übers Herz gebracht, seine eigene Groteske zum Thema zu machen. Die himmelschreiend, the big snorting elephant in the middle of the room. Lesen Sie diesen Artikel, wirklich ein fantastisch geschrieben von Simon Häusser. Kompliment, lieber Simon, also ich nehme an, du hast geschrieben. Ganz herzliches Kompliment von meiner Seite und wirklich auch mit einer verdeckten, selbstoffenbarenden Botschaft durch unseren Bundesrat, alle Berset, der alle Grotesken dieser Welt wunderbar, wunderbar darlegt in den brillantesten Sprachbildern, in den farbigsten Allegorien, nur die Groteske, die er selber ist. Der Balke im eigenen Auge, den hat er nicht gesehen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen in diesem Geiste
einen wunderbaren, schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch ein wunderbares Wochenende und seien Sie sich bewusst, wir alle haben unseren Balken im eigenen Auge. Ist vielleicht nicht ganz so groß wie der von Alain Berset. Bleiben wir demütig, bleiben wir bescheiden und genießen wir das Leben. Und bleiben wir vor allem dran bei Weltwoche Daily. Vielen Dank.